Was geht, Leute? Und damit erstmal herzlich willkommen zum 101 Sunday Cup. Wir sind hier immer noch in der Gruppenphase. Und heute spielen Invincible Murder gegen Master Killer, der seinen Namen in Fix geändert hat. Auf jeden Fall im Hintergrund natürlich gerade wieder die Infokarten zu den Spielern und deren Season 1 Stats. Und das wird hier auf jeden Fall heute ein spannendes Spiel, denn der Sieger aus dem heutigen Match wird im Halbfinale gegen Nandosa spielen. Deswegen gucken wir mal, wer das heute für sich entscheiden kann. Ich freue mich wie immer, hoffe, dass ihr mit dabei seid. Und da würde ich sagen, let's go. Ich bin gespannt, wer hier heute als Sieger vom Platz gehen wird. Auf jeden Fall gehen beide gleich sehr schnell und aggressiv ins Spiel. Und da haben wir sofort den ersten Punkt für Invincible Murder. Wobei ich sagen muss, wir gucken uns das hier nochmal an. Ihn in die Ecke zu schießen, wo er jetzt reinschießt, war nicht so schlau, denn den hätte er noch haben können. Aber da ging es einfach nur darum, den Ball so schnell wie möglich zu verwandeln. Das ist ihm gelungen. Erster Punkt 1:0 für Invincible Murder. Und hier haben wir gleich die Chance zum Ausgleich. Er ist am Ball. 1:1 für Master Killer. Ausgleich. Und so schnell kann das gehen. Ungewollter Pinch. Keine Chance mehr hinterherzukommen. Ich denke mal, das wird heute auf jeden Fall spannend. Da hat er sich ein bisschen zu hoch vorgelegt. Okay. Ich glaube, den hätte er lieber mit einem Powershot verwandeln sollen. Auf jeden Fall gehen beide gleich sehr aggressiv ran. Wir bringen Versuch von Invincible Murder. Aber noch gerade so abgewehrt von Master Killer. Das ist der nächste Versuch. Aber Invincible Murder behält die Ruhe. Und den muss er eigentlich machen. Was macht er da? Das Tor war frei. Er hätte ihn eigentlich nur ruhig aufs Tor fahren müssen. Hat dann aber, glaube ich, den Jump verkackt. Kam nicht mehr an den Ball. Invincible Murder war da. Und es ist natürlich an solchen Stellen immer ärgerlich, wenn man dann eine Chance vergibt, die einen vielleicht am Ende zum Sieg hätte bringen können. Wobei wir hier jetzt gleich die nächste Chance haben. Und den hätte er fast machen können, aber schön abgewehrt. Jetzt muss er ihn machen. Da kommt er nicht mehr dran. 2:1 für Invincible Murder. Und wir sehen auf jeden Fall, die beiden arbeiten viel mit Powershots. Mit Dribbling. Und es wird sehr interessant, weil beide wirklich sehr identisch spielen. Das ist im Moment wirklich nur der Unterschied in der Defensive. Denn da ist Invincible Murder wirklich viel ruhiger, viel gelassener. Und er hat jetzt auf jeden Fall freie Bahn aufs Tor. Muss sich eigentlich gar keine Gedanken machen. Der wird locker reingehen. 3:1 für Invincible Murder. Und bei solchen Versuchen, wie wir hier gerade von Master Killer gesehen haben, ist es natürlich auch immer so eine Sache, wenn man sie nicht verwandelt, muss man eigentlich sofort mit einem Gegentor rechnen. Was auch an dieser Stelle wieder mal passiert ist, aber über 2 Minuten noch, das kann er locker aufholen. Schön abgewehrt. Und in dieser Situation
Wirklich schön gemacht. Wir sehen es auf jeden Fall. Behält die Ruhe. Schöner Flip. Da konnte er an dieser Situation nicht viel machen, um den noch zu halten. Und hier haben wir gleich den Konter. Schönes Anspiel. 4 zu 2. Auf jeden Fall gut gemacht. Ich glaube auf jeden Fall, dass das hier gleich noch ziemlich eng werden könnte. Ich glaube auf jeden Fall, dass das hier gleich noch ziemlich eng werden könnte. Denn Masterkiller fehlen nur noch 2 Tore und ich glaube nicht, dass er sich das gefallen lassen wird, diese nicht zu bekommen. Der war knapp. Muss er jetzt vorsichtig sein. Mit 3 Boosts hätte er den aus der Luft so nicht mehr ohne Jump verwandeln können. Den muss er haben. Auf jeden Fall nur noch 50 Sekunden. Und Invincible Murder muss jetzt nochmal ordentlich Druck machen. Bevor er hier wirklich noch das Comeback von Masterkiller erlebt. Auf jeden Fall knappe Situation. 5 zu 2 für Invincible Murder. Doch ich denke, wir können trotzdem sagen, dass es hier heute an sich ein spannendes Spiel war. Und man hat wirklich gesehen, woran es gelegen hat. Denn Invincible Murder war wirklich viel ruhiger. Schöner Dribbling-Versuch, kann er den noch verwandeln? Daraus wird leider nichts mehr. Auf jeden Fall, wie gesagt, Invincible Murder war wirklich viel ruhiger, hat die Ruhe behalten und ist damit letztendlich zum Sieg gekommen. Trotzdem gut gespielt natürlich an beide. Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale an Invincible Murder. Nächstes Spiel dann von ihm gegen Nandrosa. Sagt wie immer danke fürs Zusehen, haut rein, bis zum nächsten Mal natürlich und ciao.